Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir wollen, ach falsche, wir wollen jetzt das neue Fire TV anschließen. Dafür muss ich erstmal Strom holen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt überhaupt noch Strom frei habe. Ich werde einfach mal das alte Fire TV abbauen, also abschließen vom Strom. Ja, mit dem großen Fernseher ist echt problematisch, an die ganze Kabelei zu kommen. So, jetzt. Ach Gott. Ich mache das praktisch im Blindflug hier hinten alle drin. Ja. Jetzt hat er schon erkannt, Fire TV ist abgeklemmt. Ist doch nicht. Wie gehst du denn hier rein? Jetzt da. So. Das Einstellen ist jetzt bei meinem Fernseher hier relativ leicht. Ich werde mal so machen, dass ihr das halbwegs seht. Ich werde jetzt hier einfach das Fire TV unter Strom setzen. Ist das jetzt unter Strom? Ich habe ja hier nicht mal eine Leuchte. Beim anderen habe ich wenigstens eine Leuchte gehabt. Ich glaube, das wird jetzt mit Strom versorgt. So, dann mache ich einfach den HDMI-Kabel hier hinten ab. Und da habe ich jetzt schon das nächste Problem, denke ich mal, oder? Weil ich habe ja hier meine Box. Und beziehungsweise die Samsung-Box, die jetzt mit dem grauen Kabel an das Gerät geht. Bei mir sind die Anschlüsse halt nicht hinten am Fernseher dran, auf Fire TV geht. So, ich hole euch mal ein bisschen zurück, damit er hier die Erstinstallation mitbekommt. So, jetzt steht es halt in, jetzt müssen wir erstmal hier die Schutzfolie abmachen. So, jetzt müssen wir hier erstmal die Haustaste drücken und gedrückt halten. So, Press Start. Natürlich Deutsch. Deutsch Deutschland. Suche nach Netzwerken. So, da habe ich, seht ihr hier, bei mir ist gleich hier Devolo. Also Devolo PS4 heißt nicht, dass es von der PS4 kommt. Ich habe das Devolo PS4 genannt, weil das Devolo da hinten dran ist, da hinten in der Steckdose. Und da hängt nur die PS4 dran. Deswegen Devolo PS4, dass ich die Geräte auseinanderhalten kann. Das habe ich noch nicht umbenannt. Devolo 25F, das ist praktisch hinter der PlayStation die Gigagate. Habe ich ja auch Videos zu gemacht. Dann hier Fritzbox haben wir mit 2,4 GHz. Fritzbox mit 5 GHz und ich staune sogar 5 GHz komplett voll. Also da haben einige Geräte Probleme, dass, weil wenn ich hier im Wohnzimmer bin und mit dem Handy zum Beispiel 5 GHz nehme, habe ich nie alle Balken voll. Da würden mir immer nur ein, zwei Balken angezeigt. Also hier scheint wohl eine starke WLAN-Antenne drin zu sein, die das auch gut empfangen kann. Finde ich schon mal sehr gut. Können wir noch weitere Netzwerke hinzufügen, über WPS verbinden. Brauchen wir nicht. Wir machen jetzt einfach mal hier auf hinzufügen. Jetzt richtig auf mich, dass ich hier mal den Code eingeben kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt schon alles abgeschlossen hatte nach dem letzten Mal. Weil ich habe eigentlich so eingestellt, dass nur bekannte Geräte auf mein Netzwerk zugreifen können. Verbinden. Wenn wir ja gleich sehen. Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt. Ich muss mir mein Handy suchen. Aber eigentlich müsste das klappen. Suche nach Updates. Ja, doch, klappt. Aktualisierung der Software wird heruntergeladen.
Ja, das dauert jetzt ein bisschen, die Software wird halt aktualisiert. Ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz an, wie lange das jetzt noch so ein bisschen dauert. Kurz warten wir noch und wenn nicht, mache ich dann einen Cut. Entschuldigung, ich habe total trockenen Hals. Na, ja, geht auch. Jetzt geht's schneller. Ja, das ist wieder nur die erste Zeit, wo es ein bisschen langsam ist. Das bin ich von Fire TV schon gewohnt, dass die ersten paar Einstellungen ziemlich langsam sind. Also die ersten paar MB ziemlich langsam sind und dann geht es eigentlich rucki zucki. Ab der Hälfte jetzt schwächelt es wieder, jetzt geht's wieder. Bitte trennen Sie das Gerät während des Updates nicht vom Strom. Nee, habe ich auch nicht vor. Habe ich definitiv nicht vor. Oh, ich habe gerade von Oberhavel, an Oberhavel erstmal einen schönen Gruß, da werde ich auch gleich noch ein Video machen, ein Info gekriegt, Amazon Freitagabend, Freitagsfilmabend, da gibt es halt Haufen Filme für 99 Cent. Es ist mit bei, passt ja jetzt gerade hier zu Amazon Fire TV, es ist mit bei für 99 Cent. Don't Hang Up, 99 Cent. Nightmare on Elm Street, 99 Cent. Halloween, 99 Cent. 7, 99 Cent. Alle 99 Cent. Shining. Evil Dead. Also nicht die Serie, sondern der Film. Witch. Sinister. Sinister habe ich glaube auch noch gar nicht gesehen. Also hier Haufen Horrorfilme. Ich werde euch mal den Link drunter packen. Zu den Freitagsfilmen, das ist jetzt für dieses Jahr Halloween. Oh, Batman ist glaube ich auch mit bei, oder Dracula, was ich da gesehen habe, irgendwas habe ich gesehen. Meine Fotos werden auch noch bei Dropbox hochgeladen, ich sichere nämlich gerade meine Daten, weil ich das neue Handy gleich nutzen will. Die erste Installation dauert schon was länger. Also dauert wirklich echt länger als bei den anderen Fire TVs, das erste Mal starten. Ah, jetzt macht er was. Suche nach Netzwerk, läuft. Android Update wird beendet. Wieso sucht er denn jetzt nach Netzwerk? Ich habe doch mein Netzwerk. Suche nach Updates. Schon wieder erfolgreich angemeldet. Ach, jetzt geht's doch auf immer. Okay. Ja, ich bin Daniel. Ich will als Daniel angemeldet bleiben. So, Kindersicherung. Keine Kindersicherung. Brauche ich auf dem Gerät nicht. Netzwerkgeschwindigkeit wird überprüft. Oh, neues Video. 4K Ultra HD. Das ist neu. Also beim anderen ist immer so ein Männekicken, der was erklärt. Habe ich dann endlich hier Ton an? Achso. Ich hatte Ton aus. Mühelos nach Inhalten, Smart Home Geräten und vielem mehr suchen. Und dieses
starten. Halten Sie einfach die Mikrofontaste auf Ihrer Alexa-Sprachfernbedienung gedrückt, um mit Alexa zu sprechen. Fragen Sie nach Serien oder Filmen, die Sie ansehen möchten. Suche American Gods. Sie können auch nach einem bestimmten Titel, Schauspieler oder Genre suchen. Suche nach Komödien. Sie können ganz leicht Serienepisoden und Empfehlungen durchsuchen. Navigieren Sie mit dem äußeren Ring und treffen Sie eine Auswahl. Wie weiß ich doch. Herunter, mit dem hier drücken. Alternativ können Sie... Ich würde gerne den Anfang nochmal sehen. Willkommen bei Ihrem neuen Fire TV. Ihr Fire TV unterstützt sowohl 4K Ultra HD als auch HDR-Inhalte, wenn es an einem kompatiblen Fernseher angeht. HDR, also... In den nächsten 90 Sekunden... Könnt ihr nicht Deutsch quatschen? ...wie Sie mühelos auf die aktuell beliebtesten Serien, Filme, Spiele und Apps zugreifen können. Ihr Fire. Hier, das ist das beste Beispiel. Die sagen, man kann mühelos auf alle zugreifen. Die Mediatheken, Netflix, Star Trek ist cool, Zato, Twitch, Maggie TV oder wie das Ding heißt, ist alles kein Problem. Aber wenn der Speicher nicht da ist, ist es scheiße, wenn man viele Apps hat, die man gerne benutzt und das Fire TV als All-in-One-Lösung nutzt für alle seine Lieblings-Apps, Netflix, Amazon und Twitch oder YouTube und was weiß ich, und der Platz nicht da ist, ist es scheiße. TV beinhaltet die Alexa-Sprachfernbedienung. Mit ihr können Sie per Sprachbefehl mühelos nach Inhalten, Smart-Home-Geräten... Na, das weiß ich doch. Sie können ganz leicht Serienepisoden und Empfehlungen durchsuchen. Navigieren Sie mit dem äußeren... Ja, ganz leicht durchsuchen, das ist bei Amazon auch so eine Sache. Ihr werdet das Menü ja gleich sehen, wie es auf dem Fire TV ist. Ich finde es schön, wie es ist. Sieht auch gut aus, aber der Punkt, die haben seit Jahren, sagen alle möglichen, auch bei Amazon in den Bewertungen, müsst ihr mal gucken, steht drinne. Viele wünschen sich eine einzige Kategorie noch Prime, wo wirklich Prime-Inhalte, oben Prime-Serien, unten und dann vielleicht nach Kategorie und dann drunter nochmal Prime-Serien nach Kategorien, dass oben die neuesten drinne sind, dann die 4K-Inhalte, also 4K-Serien sind ja nicht so viele, und dann halt Kategorien. Und dann Filme und die neuesten Filme und Filmkategorien, Comedy, Action und was weiß ich alles. Wo ich aber nur mein Prime-Zeug finde. Jetzt ist der Prime mit allem durchtränkt und es ist wirklich schwer, Prime-Inhalte zu finden. Ah, hier haben wir sie doch. Alternativ können Sie auch Ihr Smartphone als Fernbedienung verwenden. Laden Sie hierzu die kostenlose Fire TV Fernbedienungs-App aus dem App Store. Habe ich unten. Mit den vielen Funktionen ist es jetzt noch einfacher, Ihren Filmeabend vorzubereiten. Bestellen Sie mit Alexa beispielsweise Ihr Lieblingsessen über Lieferando.de oder Lieferservice.at und steuern Sie unterstützte Smart Home Geräte. Dimme das Licht im Wohnzimmer. Okay, mit Amazon Prime. Mit Ihr Fire TV noch besser. Ja, das ist wirklich, was Sie jetzt gesagt haben, mit dem Licht dimmen und vorbestellen und alles, das ist wirklich eine super Funktion, funktioniert eigentlich geil, aber wenn der Speicherplatz nicht da ist für andere Apps, dann ist es auch kacke. Kostenlosen Premium-Versand bietet Ihnen eine Mitgliedschaft auf unbegrenzten Zugriff auf tausende beliebte Filme und Serienepisoden sowie Millionen Songs. Mit Prime Fotos können Sie außerdem uneingeschränkt auf... Ja, da kann man dann auch Musik, kann man zusätzlich noch ein Abo buchen für 27 Euro monatlich und kann seine eigene Musik hochladen, 27.000 verschiedene Titel oder so. In der Gratis-Version hat man, ich glaube, 250 verschiedene. Ich bin mir jetzt da nicht so hundertprozentig sicher. So, das war das Nokia, was gerade angesprungen ist. Und Fotos weiß ich jetzt gar nicht. Wie viele Fotos, wie viel Gigabyte hat man da? 2 oder 3 Gigabyte oder 5 Gigabyte? Weiß ich jetzt nicht. All Ihre Fotos und Videos zugreifen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem brandneuen Fire TV. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, weil noch stand nicht UHD da. Ach Quatsch, HDR. Wählen Sie Apps, ja. Brauche ich nicht. Zato ist neu, brauche ich nicht. Ein Monat kostenlos, brauche ich auch nicht. Maxdom brauche ich nicht. Ach, Maxdom ist neu, dass es jetzt Maxdom da auch drauf gibt. Brauche ich nicht. Das ist alles für mich hier total uninteressant. So, ja. Ein Monat gratis. TV Now kostet auch Geld. Will ich nicht haben. Brauche ich nicht. Mediatheken brauche ich nicht. Sport, hier den ganzen Dreck brauche ich auch nicht.
Netzkino brauche ich auch nicht weiter. Zurück. Wieso sind denn nicht die wichtigen Apps hier mit bei? Netflix. Warum ist hier kein Netflix mit bei? Deswegen hole ich es mir doch. Sie haben, ja, fortfahren. So, ihr seht, die oberste Leiste hier, meine Apps und Spiele, ist jetzt leer. Hier unten habe ich jetzt Apps zur Auswahl. Der müsste auch gleich auf meine Cloud zugreifen können. Aber wir gehen jetzt erstmal unter Einstellungen. Dann gehen wir hier auf Ton und Bild, Bildschirmschoner. Ja, ich lasse Sammlung dran. Ich finde das mit der Sammlung immer ganz schön. Mit den Dias, so Bildschirm, automatisch bis 4K Ultra HD. Das ist das Höchste, was wir machen können. Und dann haben wir hier noch, ja, was eigentlich auch 4K ist, 2160p 60 FPS. Auswahl, Bildschirm, Fire TV, Bildschirm, auf jeden Fall Ultra HD Inhalte mit, nutzen Sie automatisch um Auflösung für Ihren TV bis zu, ja, ich lasse mal automatisch am besten drinnen. Aber was jetzt neu dazu gekommen ist, dass man jetzt hier auch direkt 50 und 60 Hertz auswählen kann. Vorher ging es nur bis 1080p 60 Hertz. Und das nächste war dann die Möglichkeit, 4K-Inhalte auch als 4K-Inhalte zu gucken. Aber wir hatten nicht diesen Punkt hier 4K explizit aktivieren. Ich werde das jetzt doch mal aktivieren. Bestätigen. Nee, Quatsch. Bestätigen. So. Farbe 8-Bit, 12-Bit, 12-Bit. Bestätigen. Hat er mal bis 12-Bits? Ja, bis 12-Bits. RGB. Ja, aktuelles Format ist RGB. Außer Farbton zu aktivieren, falls Ihr TV-Format nicht unterstützt wird. Ihr Bildschirm möglicherweise. Unterstützt meiner das? Unterstützt da, aber ich lasse mal RGB. Bildschirm ohne. Ne, brauchen wir auch nicht skalieren. Wir können kleiner machen, aber auf der höchsten Stufe ist es wirklich am Rand dran. Obwohl, da fehlt noch ein bisschen was, oder? Da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt noch ein bisschen, da können wir mal gucken. In den Einstellungen vom TV. Bild, Standard, Benutzer definiert, am Bildschirm anpassen, ein, aus, nee, das ist mein schwarzer Rand. Der macht das auch nicht. Einen kleinen schwarzen Rand habe ich nämlich. Gut. Hab ich mich hier irrt. Dann lassen wir doch mal Benutzer definiert. HDR haben wir an. Experteneinstellungen. Also HDR Plus hat mein Fernseher hier unter Einstellungen. Digital aufbereiten habe ich drin. Da. HDR Plus Modus für ein besseres Bild. Filmmodus kann ich nicht auswählen. Farbton Standard. Dann ist es auch schön weiß. Und dann habe ich noch zusätzlich die Auswahlmöglichkeit, wenn ich hier auf Allgemein, externe Geräte, HDMI Ultra HD Color, habe ich hier jetzt überall praktisch HDR aktiviert. Das heißt hier Ultra HD Color. Also ist nochmal so eine extra Verbesserung. So. Also ihr seht, am Fernseher ist alles an. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir noch nicht die Möglichkeit, das einzustellen. Audio. Navigationstöne an. Dolby.
Automatisch macht er das eigentlich immer sehr gut. Zweitbildschirm an. Ja, lass mal an. HDMI, C. Oh ja, das wäre jetzt, wenn das jetzt wirklich funktioniert, weil ich habe mit dem ersten 4K Fire TV meine Probleme gehabt, dass der am Samsung-Fernseher nicht richtig funktioniert. Dass ich da das Problem habe, dass wenn ich schnell zurückgehe, dass der dann ein schwarzes Bild hat, dann muss ich warten, bis das Fire TV in den Stromsparmodus geht oder ja, in den, keine Ahnung, Modus geht. Und dann kann ich ihn wieder wecken mit Alexa und dann geht's wieder. Aber warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Bildschirmton. Anwendungen. App Store, Prime Photos, installierte Apps. Oh, wir haben hier 5 GB zur Verfügung. Doch 5 GB waren es auf dem anderen auch. Aber wir haben jetzt nur noch 4, noch was, weil schon Apps installiert sind. Und zwar diese hier, die wir auch nicht deinstallieren können. Stopp mal, zwingen, löschen. Ja, also Daten, na, sieht anders aus jetzt das Symbol. Alexa frisst hier alleine auch schon. App Store. Automatisch Update an. Externe Market-Verbindung. Vor dem Öffnen Fragen. Okay. Das ist neu. In-App-Käufe an. Meine Abonnenten verwalten. Habe ich noch nicht drin. Cloud-Apps ausblenden. Aus. Wollen wir nicht. Prime-Fotos. Gen-Crime. Ja, lassen wir auch an. Installierte Apps verwalten. Ja, das ist halt nur das. Hier und hier haben wir denn das, wenn ihr denn mal Probleme habt, da könnt ihr den Controller verbinden. PlayStation 4 Controller oder neue Fire TV Fernbedienung. Alexa müssen wir noch einstellen. Alexa App. Habe ich ja drauf, sagt er euch dann hier. Brauchen wir jetzt nicht. Einstellungen. Datenübertragung und Überwachung. Datenüberwachung aus. Ja, Tigger, ich sehe dich. Nicht unterbrechen. Ja. Empfohlene Inhalte an. Standort, Zeitzone, 24 Stunden, 14 noch was, stimmt das? 14 noch was, stimmt. Sprache, war ja Deutsch ausgewählt. Also ist Deutsch auch an. Metrisches System, also metrische Einheit ein. VIP-ID, personalisierte Werbung. Ja, das habe ich immer an, personalisierte Werbung, weil dann zeigt er mir im Fire TV Werbung an, die mich interessieren würde. Also zu neuen Filmen oder Serien, wo ich sonst vielleicht nicht hingeguckt hätte. Gerät, Info. Wir haben hier Fire TV OS 6.2.1.0 drauf. Fire TV. Ne, weg hier. Du hast nur Blödsinn im Kopf, Kater. Startseitenversion ist 6.0.1.1-007. Speicher seht ihr ja und wir haben nicht die Möglichkeit, diesen Speicher irgendwie zu erweitern. Das finde ich sehr, sehr schade. Überprüfung läuft. Gucken wir mal, ob noch irgendwo ein Update ist. Nö, ist kein Update verfügbar. Hoppala. Entwickleroption haben wir immer noch an. USB-Debugging und unbekannte Quellen. Lass ich jetzt mal aus. Brauchen wir jetzt in dem Augenblick erstmal nicht. Richtlinien und Konto. Ruhemodus, Neustart. Auf Werkseinstellung zurückstellen. Barrierefrei, Untertitel, Voice, wollen wir auch nicht haben. So, jetzt gucke ich mal, jetzt bin ich im ganz normalen Hauptmenü und hier haben wir jetzt, falsche Taste, UHD. Jetzt gehe ich mal hier runter auf The Tick 4K-Serie. Haben wir hier einmal, UHD steht jetzt nur da, sonst steht 4K, also Ultra HD richtig da. Hier steht jetzt nur noch
Ist auch UHD. Ultra, The Tick Ultra HD. Ultra HD, wir sind doch beide die gleichen, warum hier? Achso, das ist die Originalfassung mit Untertitel und das ist die von uns, Ultra HD, okay. Starten wir das mal. Erneut sehen. Da muss ich aufpassen. Zack. Da muss ich jetzt mal kurz den Ton ausmachen, weil sonst gibt es wieder Content-ID von Amazon, weil ich das benutzt habe. Bild sieht hier immer noch nicht gerade berauschend aus. Wir haben hier auch 4K-Auflösung, 60 FPS. So. Jetzt ist HDR aktiv. Das Bild ist gelblich geworden. Also das Weiß ist gelblich geworden. Hier unten sehe ich jetzt HDR direkt aktiv. Wenn ich jetzt auf Infos gehe, ja, HDR und UHD ist aktiv. Jetzt muss ich hier wieder, warum ich das jetzt machen muss, ich habe keine Ahnung. Normalerweise bleibt das so. Experteneinstellungen. HDR-Modus, warm. Warum der hier immer denn in warm macht, ich habe keine Ahnung. Ich will Standard haben, dass weiß auf weiß ist. Jetzt gucken wir uns jetzt mal an, wie die Qualität ist. Ich spule mal ein bisschen vor. Gehen wir mal einfach dahin auf 7 Minuten. Ich habe jetzt Balken. Wieso habe ich jetzt Balken? Hatte ich beim ersten auch bei Tick 1, also wo auf meinem Fire TV 4K auf der ersten Version, hatte ich da auch Balken? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber die Grafik sieht wirklich besser aus. Also ein Tick besser als auf dem ersten Fire TV 4K. Ja, HDR haben wir jetzt. UHD, 60 FPS, also 60 Bilder die Sekunde schon mal. Und wir haben HDR, weil hier sieht man die Unterschiede zwischen Hell und Dunkelheit wirklich schön raus. Nehmen wir mal was, wo ein bisschen heller ist. Hier habe ich schon wieder was genommen, wo sie drin sind. Ah, hier. Das hatte ich auch genommen, wo das erste Video erstmal gesperrt wurde. Musste ich dann erstmal Widerspruch einlegen. Ja doch, sieht wirklich besser aus. Wenn ich jetzt gucke, hier der Blau, schön kräftig, die Übergänge. Haben wir denn noch irgendwas, wo hier irgendwie... Na, die Fotos sehen jetzt natürlich nicht so toll aus. Also da muss Amazon noch nachlegen, dass bei den Infos die Fotos von den dementsprechenden Darstellern auch, wenn man 4K guckt, vernünftig dastehen. Also aussehen, weil die sehen echt grottig aus. So, jetzt nehmen wir noch mal was anderes. Jetzt gucken wir mal hier Infos. Jetzt haben wir wieder nur normal Ultra HD. Jetzt gehe ich noch mal auf American Gods. Also fortsetzen. Nee, muss ich noch ein bisschen spulen. Meine Szene kommt erst noch. Digga, weg jetzt hier! Der knabbert mir eine Plaste an. Ah, falsche Taste. Ja, wir haben hier Ultra HD, aber kein HDR. Warum haben wir jetzt hier kein HDR? Ist Ultra HD? Wo ist da der Unterschied zu Tick? American Gods Ultra HD, X-Ray, UHD. So, und wenn ich jetzt hier auf den Tick gehe. CC ist hier und 12 Jahre und UHD. Jetzt machen wir das nochmal an, den Tick. Fortsetzen. HDR. Hier ist HDR definitiv an. Und wenn ich jetzt auf American Gods gehe und sage fortsetzen. Ich habe hier nur die HD-Version. Wieso habe ich hier nur die HD-Version? Ist doch Ultra HD. Ultra HD, HD. Jetzt mache ich mal das hier. Staffeln und Folgen. Und gehe auf die letzte Folge.
Ist nur HD, was soll das sein? Ist Ultra HD, oben steht Ultra HD. Aber unten zeigt er mir nicht Ultra HD an, sondern nur HD. Was soll der Scheiß? Gibt es da vielleicht noch Probleme, dass er das nicht richtig nimmt? Wenn ich jetzt den Tick hier einfach mal komplett zum Ende spule. So. Entweder sind hier jetzt noch Kinderkrankheiten drin oder ich weiß es auch nicht. Ich bin auf der Kategorie Ultra HD. Amazon Prime 4K Ultra HD. Wenn ich jetzt hier auf American Gods gehe, die deutsche Version, Ultra HD. Warte mal, hier haben wir noch was. Ist auch Ultra HD, CC. Jetzt gehe ich nochmal auf Last Tycoon. Das habe ich mit meiner Frau geguckt. Auch eine schöne Serie. So, Pilot ist das. Jetzt gucken wir mal hier rein. Der ist, ja, Ultra HD und 4K. Quatsch, HDR. Also HD ist an und HDR ist an. Gut. Also hat das was mit dem CC da wahrscheinlich was zu bedeuten, aber eigentlich dürfte das nicht sein. Das werden wir hier nochmal. Ja, American Gods hat auch CC hier. Ich weiß es nicht, woran das liegt. American Gods ist nur HDR. HD. Was soll denn der Scheiß? Ist doch Ultra HD. Da muss ich mal Amazon fragen, warum das nicht geht. Seht ihr? Das ist nur HD. Jetzt ist HD 1080p. Braucht der was länger, um das zu verarbeiten oder was? Jetzt ist Ultra HD. Also wir haben jetzt wirklich mehrere Möglichkeiten, was unten angezeigt wird. Jetzt gucken wir hier oben nochmal auf Info. Ist immer noch Ultra HD. Ich will meine Szene. Jetzt ist wieder HD 1080p. Aber ein schönes Bild. Schön gestochen, scharfes Bild. So, jetzt kommt gleich meine Lieblingsszene. Und wir haben immer noch 1080p. Das Bild sieht wirklich schön klar und deutlich aus, aber ich verstehe jetzt, entweder ist es jetzt eine kleine Macke vom Fire TV, vom neuen. Oder ich weiß auch nicht, weil jetzt, ihr habt ja eben gesehen, stand Ultra HD, jetzt steht nur noch HD da. Wenn ich jetzt mal das, die Quelle ändere. Wenn ich jetzt mal auf Receiver gehe und von Receiver wieder auf, achso, habe ich gar nicht eingebunden. Quelle, Receiver, unbekannt. Ja, Gerät wird erfolgreich, gut. Und jetzt müssen wir das erstmal wieder hier drin machen. Zack. Ich verstehe nicht. Das ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Also ich habe ein schönes, sauberes Bild,
Schön klar, deutlich, hell, alle drum und dran. Also man merkt schon einen kleinen Unterschied zwischen 24 FPS und 60 FPS. Also das muss ich wirklich gestehen. Ich habe gedacht, das ist jetzt einfach nur, naja. Aber man merkt einen Unterschied und auch HDR macht sich bemerkbar mit den Übergängen. So, komm. Aber ich verstehe nicht. Hier. Bilder wieder undeutlich. Jetzt bin ich wieder auf Ultra HD. Und wenn ich jetzt Info drücke, ist aber kein HDR an. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur für neue Serien zielt oder keine Ahnung. Es sieht aber wirklich sehr schön aus. Auch die Effekte von ihm jetzt. Gleich kommt meine Lieblingsszene. Das müsst ihr euch noch mit antun, das ist mir jetzt egal. So, jetzt spulen wir nochmal ein Stück vor hier. Sagt da ja Shadow gleich, ich weiß nicht mal, wer du bist. Und sagt da, ich habe viele Namen, der Einäugige und hast nicht gesehen. Und dann sagt er jetzt, ich widme diese Toten halt Ostaria, weil das Ostaria ist, jetzt hat er die getötet. Und jetzt sagt er halt, ich bin Wotan. Und jetzt kommt Ostaria, die macht sich jetzt das ab und dann wird alles dunkel. Das ist meine Lieblingsszene. Da kommt er. Oh, ich liebe diese Szene. Die werde ich mir auch gleich nochmal angucken, wenn ein Video vorbei ist. Da sind, sagt auch, meine Raben sind Hugin und Munin. Da ist halt Odin. Oh Gott, ist das geil. Jetzt macht sie gleich die Haare ab. Die Schleife ab. Da. Jetzt macht sie alles hell. Sieht echt gut aus, oh, mit den hell und dunklen Übergängen, auch mit dem, was hier so rumfliegt. Und ich bin immer noch bei Ultra HD ohne HDR. Also macht sich wirklich bemerkbar die 60 FPS und HDR, obwohl HDR jetzt nicht angezeigt wird. Die Übergänge sehen wesentlich besser aus als auf dem ersten 4K. Jetzt wird alles dunkel. Ja, das war jetzt die Einrichtung und das erste Mal benutzen von Amazon Fire TV 4K Ultra HD. Ich werde jetzt natürlich meine wichtigsten Apps wieder drauf machen. Kodi, Netflix. Da werde ich aber ein separates Video zu machen. Wir haben uns jetzt erstmal nur das angeguckt. Also ich muss echt sagen, sieht geil aus, aber mir fehlt halt erstens die Speichererweiterung. Ich werde es behalten, logischerweise, weil wegen Amazon und Netflix, wegen der geileren Grafik als mit dem anderen Fire TV, werde ich es auf jeden Fall behalten. Aber ich hat definitiv Mankos. Erstmal, American Gods, warum ist Ultra HD, warum ist kein HDR an? Ist nicht ersichtlich, bei welchen Serien HDR verfügbar ist und welchen nicht. Da müsst ihr vielleicht Amazon nachbessern und vielleicht einen Button machen. Da ist HDR an. Da nicht. Wäre für mich halt hilfreich. Aber so ist das halt scheiße. Obwohl das Bild mit durch die 60 FPS jetzt wesentlich klarer, besser und schöner aussieht. Keine Speichererweiterung, hatte ich ja schon erwähnt. Kein USB dran, kein SD, nichts. Nichts, um den Speicher zu erweitern. Finde ich echt scheiße. Wirklich scheiße. Wir werden gleich noch Kodi und so installieren und dann werden wir uns das mal alles angucken, wie viel Speicher denn überhaupt noch zur Verfügung steht dann. Da wird dann nicht mehr viel Speicher zur Verfügung stehen. Das ist ja das Problem.
Ja, aber erstmal wenigstens behalten und testen und dann mal gucken. Vielleicht wird es ja dann die ersten schon geben, dann irgendwann welche Mod-Videos, wo man das Ding dann einschicken kann und dann wird innen drin der Speicher vergrößert von 5 GB auf 10 GB oder so. Das würde ja auch schon reichen. Mal gucken. Mal ab. Ist aber alle zugeklebt, da kann man nicht aufschrauben. Na, mal gucken. Da wird bestimmt der eine oder andere wird sich dann dran setzen und gucken, wie man den Speicher erweitern kann. Oder Amazon wird sich da was einfallen. Weil so ist das echt 5 GB. Und da soll man Apps installieren, Spiele-Apps installieren, Musik-Apps installieren. Wie soll denn das reichen? Das reicht nicht. Hätte da wenigstens wie in einem Handy 64 Gig rinklatschen müssen. 64 Gig, das wäre doch mal was gewesen. Aber was sind 5 Gig? 5 Gig sind... Da haben die alten Handys mehr. Also das ist echt eine Schweinerei und Scheiße. Da habe ich mir echt mehr von erhofft. So, was ist denn das jetzt eigentlich? Willkommen. Was hat denn da an? American Gods? Episode 1, Staffel 8. Ach so, jetzt wo sie alle sehen, dass es dunkler wird, oder was? Was gibt's da schon? Ich hab doch nur das. Staffeln und Folgen. Achso, ist noch die 8. Folge. Das Ende habe ich gar nicht so in Erinnerung. Naja. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Wir machen gleich noch das nächste Video, wie wir hier Kodi draufklatschen werden und meine wichtigsten Apps. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.